hatte anlässlich unseres Jubiläumsjahres von Tabaluga TV den Auftrag bekommen, als Regisseur eine Tabaluga Bühnenshow auf die Beine zu stellen. Arctos hatte aber keine Lust mitzumachen, weil ihm die Gage zu niedrig war. Ja, das mache ich dir. Und somit wurde nach einem Kleindarsteller gesucht, der auf der Bühne in einem Arctos-Kostüm auftreten sollte. Ja. Mein Gott, sind Sie groß! Sie sind ja sowas von groß! Mein Gott, sind Sie klein. Brömmel, Bernhard Brömmel. Ja. Mich schickt die Künstleragentur Stage Talents. Stage Talents? Was? Bühnentalente. Heute heißt ja jeder Schnickschnack auf Englisch. Hallöchen, ich bin der Regisseur. Oh. Sie kommen schon zum Vorsprechen, ja? Vorsprechen für was? Für die Arctos-Rolle. Die... Das ist ja gespürt. Was für ein bizarrer Zeitgenosse, nicht? Aber irgendwie interessant als Figur. Tut mir leid. Also ich denke, wir fangen mal an. Ja, falls Arctos singt... Nein, Arctos singt in dem Stück nicht. Nur für alle Fälle. Das sind Tabaluga und Happy. Sehr hallo. Schön. Hallo. Ich arbeite nämlich gerade an meiner Gesangskarriere. Kleine Hörprobe? Brömmels Bumsfallerer? Ja, Party jetzt für jeden Anlass. Geht ab wie Bolle. Aha. Interessiert? Ja, mit Ihnen Arctos zu proben? Sehr gerne. Wohlan geben wir den Arctos. Wann kommt denn der Maffei? Was? Tabaluga und Peter Maffei. Ich denke, wir treten hier gemeinsam auf. Wie? Brömmel meets Maffei. Ich dachte an ein gemeinsames Medley von Über sieben Brücken musst du gehen bis hin zu Waterloo von ABBA. Herr Brömmel, Sie treten mit mir, Tabaluga und Happy auf. Ah. Ja. Das kann ja auch sehr nett werden. Auch die Tigerente ist auch mit dabei. Das ist James. Seit wann heißt die Tigerente denn James? James ist ein Pinguin und hat mit der Tigerente so viel zu tun wie James Bond mit Pippi Langstrumpf. Sie sind Humoristen, nicht wahr? Ja, Comedian. Comedian, ja, 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 ja. So nennt sich heutzutage jeder, der gerade mal drei Witze auswendig auffangen kann. Wollte ich damit natürlich nicht persönlich angreifen. Danke. Können wir jetzt endlich anfangen? Oh! Habt einen ganz tollen. Ganz tollen was? Witz! Kommen zwei Boxer zum Frauenarzt. Herr Brömmel. Und sagen, wirklich, wir müssen. Ja. Ja, dann aber später. Hm? Mal sehen. Als Arctos kommen Sie von links. Oh, ich bin aber lieber von rechts. Warum? Ich habe da mal einen Kobold gegeben. Mehrzweckhalle Geroldstein Märchenaufführung. Dann kam ich auch von rechts und das Publikum hat getaubt. Also gut, der böse Arctos kommt von rechts. Ach, Arctos ist böse. Moment, ich denke, Sie kennen die Tabaluga-Story. Ja Gott, man wird doch noch mal nachfragen dürfen. Arctos war immer schon böse. Ja Kinder, das müsst ihr mir doch vorher sagen. Komm ich natürlich von links. Bösewichter kommen auf der Bühne ja meistens von links. Müssten Sie als Regisseur eigentlich wissen. Gut, ja, also, ich komme von links und dann? Ich komme von rechts. Schön, und das ist dann alles, oder wie? Nein, natürlich nicht. Wir haben natürlich Text und er geht so. Oh, da habe ich einen Einfall. Wäre das nicht der ideale Moment für den Witz? Welchen Witz? Kommt zwar Boxer zum Frauenarzt, sagt der eine. Herr Brömmel! Ja, ich sehe schon, dass Ihnen die Sache mit dem Witz nicht gefällt. Wie wäre es denn dann, wenn ich singend und tanzend hereinkomme? Herr Brömmel. Natürlich von links. Like ice in the sunshine. Like ice in the sunshine. Eis, Schneemann. Hat doch was, oder? Brömmel. Obwohl, je länger ich über die Sache mit dem Song nachdenke, desto eher denke ich doch, dass ich besser von rechts komme. Nicht? Und dann hätten wir ja auch wieder den richtigen Moment für den Witz. Lieber Herr Brömmel. Der mit den Boxern, die zum Frauenarzt kommen. Geht natürlich auch mit Hals, Nasen, Ohrenarzt, aber dann ist es noch lange nicht so komisch. Und dann müsste ich natürlich auch wieder von links. Ne? Und? Wie läuft's mit der Probe? Schleppend. Ihr Kollege ist gerade ohnmächtig geworden. Was? Geht's denn wieder? Herr Brömmel, bis jetzt ging hier gar nichts!
nicht so schreien. Ich bin ein Mensch, ich bin gesund, ich kann hören. Und wenn Sie wollen, dass ich von links auftrete, bitte. Und wenn Sie wollen, dass ich nicht tanze und singe, bitte. Und wenn Sie wollen, dass ich keinen Witz erzähle, bitte. Ich mache hier nur Angebote. Mein lieber Herr Prömmel, alles, was Tom von Ihnen will, Sie sollen einfach bitte von links auftreten. Von links, alles klar. Sich als Arktos mitten auf die Bühne stellen. Auf die Bühne, kein Problem. Und laut ins Publikum rufen, hallo Pupsbacken. Ein typischer Satz von Arktos. Ich soll hallo Pupsbacke rufen, aber ich soll nicht meinen Witz erzählen. Was für ein Witz? Kommen zwei Boxer zum Frauenarzt und sagen... Herr Bröbel, so kommen wir nicht weiter. Das muss ich allerdings auch sagen. Ich komme überhaupt nie dazu, die Pointe von meinem Witz zu erzählen. Tom, ich wusste gar nicht, dass Arktos einen Witz auf der Bühne erzählen soll. Das soll er auch nicht! Also mit einem nervlich derart angespannten Regisseur kann ich einfach nicht arbeiten. Ich bin auch nur ein Mensch! Da muss man doch nicht gleich weinen. Wie sagt Paulchen Panther so schön, heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. Was? Ja, ich komm einfach morgen noch mal wieder, wenn es Ihnen besser geht. Dann probieren wir die Szene einfach nochmal. Können Sie mir jetzt mal sagen, warum Sie von rechts anstatt von links aufgetreten sind? Also eines muss ich Ihnen ja sagen. In diesem Hause hat von Theater und Show wirklich keiner eine Ahnung.